06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Simon Schäder, willkommen zurück. Ein frohes neues Jahr 2023. Und wie ist es für dich, in Vorbereitung Nummer 704 zu starten bei Preußen Münster? Ja, vielen Dank erstmal euch auch. Frohes neues Jahr. Allen Preußen-Fans auch ein frohes neues Jahr. Ja, ich freue mich jetzt, dass es hier losgeht, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, wir hatten jetzt eine relativ lange Zeit, wo wir keine Fußballaktivitäten hatten. Jetzt knapp 4 Wochen, glaube ich. Und den meisten Jungs juckt es auch in den Füßen. Von daher freuen sich alle, dass es hier losgeht jetzt. Wie hast du für dich mal runtergefahren? Ja, tatsächlich war ich echt relativ entspannt. Also ich war jetzt nicht unterwegs im Urlaub oder so, war die ganze Zeit in Münster. Ja, habe hier ein paar Erledigungen gemacht, mit Kollegen, alten Kollegen, Bekannten getroffen. Auch in Rheine mal gewesen zu Hause, in der Heimat bei meinen Eltern und so. Und deswegen war es eine ganz erholsame Zeit. Aber wie gesagt, jetzt juckt es auch wieder und legen wir wieder los. Alte Mannschaftskollegen dabei gewesen? Was? Bei denen, die du getroffen hast. Ja, auf jeden Fall. Also es sind dann auch immer ein paar, die... ja, ich sag mal noch, ihren Wohnsitz so ein bisschen hier haben oder Bekannte hier haben, die dann mal auf Besuch in Münster vorbeischauen. Waren wir mal bei den Stadtmeisterschaften mit 1-2 Leuten und so ist das immer schön, dann die Kontakte weiter beizubehalten. Das müsst ihr rausschneiden. Vorbereitung für den Spieler sicherlich nie die schönste Zeit im Jahres, wenn man aber weiß, auf was für eine Rückrunde man sich jetzt vorbereitet, fällt es dann ein bisschen leichter? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben natürlich jetzt in der Hinrunde eine ganz gute Basis geschaffen, einen guten Vorsprung uns ausgebaut. Ja, und dann ist die Vorbereitung auf so eine Restserie natürlich dann vielleicht aber fällt ein bisschen einfacher, weil man eine ordentliche Position hat. Ja, und dann wollen wir es natürlich jetzt bis zum Ende so durchziehen und dann ja, am Ende natürlich das Optimum rausholen. Marc Lorenz, auch dir ein frohes neues Jahr 2023. Schön, dass ihr wieder zurück seid, aber erstmal die Frage, konntest du in den 300 Wochen noch einfach mal nicht an Fußball denken? Ja, auf jeden Fall. Die Pause war doch vergleichsweise lang, muss man echt sagen. Da bin ich was anderes gewöhnt oder auch die Jungs von den letzten Jahren. Aber es war auch schön, mal abzuschalten. Aber ich denke auch bei jedem so nach 10 Tagen fängt das Kribbeln wieder an, dann loszulegen. Und ja, heute startet die Rückrunde bzw. die Vorbereitung auf die Rückrunde und wir freuen uns alle drauf. Wie konntest du deine Tage mal ein bisschen ruhiger verbringen? Was ist dann für dich Ablenkung in so einer Zeit? Ja, auf jeden Fall in den Urlaub fahren dann. Wir waren eine Woche in Österreich, konnten mal komplett abschalten, mal raus aus Münster und denke mal was anderes sehen, die Berge sehen, Ruhe genießen. Aber wie schon gesagt, man freut sich auch wieder zurück zu sein und es anzupacken dann Richtung dem großen Ziel, was wir alle haben. Da freut man sich vor allem, wenn der Athletiktrainer gleich mal mit einer Laufübung um die Ecke kommt. Ja gut, auch das gehört einfach dazu, wie alle Jahre. Ja, gehören diese Tests einfach dazu. Ich denke, die sind auch ganz gut, um zu sehen, wo man steht, wo man dran arbeiten muss. Und ja, das muss man dann leider über sich entgehen lassen. Was ist gerade angerissen? Fällt einem mit dem Blick auf die Rückrunde, was man so erreichen kann, alles ein bisschen leichter dann auch in so einem Moment? Ja, ich denke, wir müssen uns einfach von Tag 1 wieder fokussieren, das reinbringen wieder, was uns stark gemacht hat in der Hinrunde. Und dann denke ich, werden wir gut starten und hoffentlich das Ziel dann am Ende erreichen. Sascha Hildmann, willkommen zurück bei 06TV im neuen Jahr. Ich weiß, du hast wahrscheinlich heiße Sehnsucht schon drauf gewartet. Von daher, aber erstmal, wie war deine Pause? Konntest du vom Fußball abschalten? Ich habe es vermisst, tatsächlich. Ich konnte vom Fußball nur bedingt abschalten, ist ja klar. Du bist ja da voll drin und wirst jeden Tag konfrontiert mit Nachrichten und mit Meldungen. Ist ja auch gut so, macht ja auch Spaß. Trotzdem war es eine schöne Zeit jetzt, hatte Pause gehabt, aber ich freue mich jetzt auch tierisch, dass es wieder losgeht und ja, jetzt warten wir ab, was da kommt. Der Trainingsplan ist voll mit Einheiten, das macht einem Trainer dann ja auch Spaß, man hat die Jungs viel bei sich. Ja, das ist ja auch normal in der Vorbereitung, ne, dass man viele Trainingseinheiten hat. Wir wollen nochmal viele Automatismen nochmal aufgreifen, wollen uns vorbereiten, haben jetzt 4 Spiele noch, Vorbereitungsspiele und ja, da brauchst du eben auch diese Einheiten. 2022 war für euch schon ein wirklich erfolgreiches Jahr, ein geiles Jahr. Man kann aber jetzt ja auch wirklich auf ein Jahr hinarbeiten, das vielleicht sogar historisch wird für euch. Ja, auch wenn es früh ist. Ich wollte gerade sagen, es ist noch sehr früh. Wir tun verdammt gut daran, unseren Weg weiterzugehen. Wir hatten 2022 ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, das stimmt. Viele tolle Spiele, viele Siege. Ja, daran wollen wir anknüpfen. Wissen aber auch, dass es nur was bringt, wenn du dich wirklich auf jedes Spiel einzeln konzentrierst und fokussierst. Weiter geht's Anfang Februar zu Hause gegen Aachen. Ich glaube, das ist dann schon wirklich was, wo man sich auch gerne drauf fokussiert. Ja, da brauchst du schon direkt eine Spannung, völlig klar. Es ist ein ganz, ganz schweres Auftaktspiel gegen die Alemannia zu Hause. Ich denke, das Stadion wird voll sein. Also wissen wir auch, für was wir die Vorbereitung jetzt haben.